Ich grüße euch. Ja, heute mal etwas anderes. Ich habe heute ein wenig Ausbeute gemacht und ich würde gerne mal mit etwas anfangen. Jetzt nehme ich ab sofort meine Videos mit dem Teil hier auf. Und glaubt mir, dieses Teil ist praktisch. Das kannst du auch zum Videotelefonie verwenden. Und so weiter. Die allergute Ausbeute habe ich mit dem USB-Stick gemacht. Da kann ich noch so Schläufchen anbinden. Ich finde das praktisch. Ich habe nämlich auch einen kleinen Samsung-Adapter, bevor ich es mal rauskriege. Und da kann ich von Typ C auf den USB machen, dann kann ich alles, was ich im Handy oben habe, kann ich auf dem Stick ziehen. Und ich finde es auch ziemlich cool, wenn man jetzt eine Radierunde machen würde. Hätten bestimmt alle gesagt, das würde 30 Euro kosten, aber es hat 19,99 Euro gekostet. Man kann es drehen. Von 5 cm bis 10 cm 360 Grad drehbar. Ich finde das mega cool. Und man darf nicht vergessen, ich habe ja eine Taschenlampe, die leider nur einen Zigarettenanzünder hat und daher ich kein Auto habe, AC, DC Netzteil mit Zigarettenanzünderbüchse. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was hat das gekostet? Das hat 17,99 Euro gekostet. Und der USB-Stick hat 5,99 Euro gekostet. Die Handyhalterung habe ich ja schon gesagt. So sieht natürlich USB aus. Ja, Anleitung darf man auch nicht vergessen. Hier endet jetzt auch mein Projektarbeit, bitte. Und ich bin gespannt, ob ihr euch auch so etwas nehmt oder holt. Weil ich finde es praktisch, da kannst du oder sie Videokonferenz machen und ja, mit 20 Euro kannst du nichts verkehrt machen. Ganz ehrlich.
Und du kannst auch, das wollte ich euch auch noch zeigen, du kannst auch dein Smartphone damit beladen. Also du müsstest das quasi, ich zeige es euch mal so. Ihr müsstet quasi das dann so umstellen, um es zu beladen. Aber wir lassen es einmal so. Und ich sage Dankeschön, wünsche euch bzw. Ihnen noch eine schöne Zeit, also schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr es aufgedreht habt. Und ich bedanke mich sehr herzlich. Und ich hoffe, ihr schaut euch das mal an, auch wenn es schwarz-weiß ist. Ich habe mir gedacht, vielleicht fangst du einen Tag an, der langweilig ist, also schwarz-weiß. In diesem Sinne, tschüss!